Ich habe letztens diesen Kommentar auf meinem Instagram-Account erhalten und da ich euch unbedingt dabei helfen möchte, Shampoos besser einzuschätzen, aber gerade auf dem Sprung bin, übernimmt das heutige Video mein Zauberbleistift. Fangen wir mal an mit denjenigen Tensiden, die sehr, sehr häufig in Shampoos genutzt werden. Und zwar sind es Sulfate. Und ich weiß, dass Sulfate generell einen relativ schlechten Ruf haben. Deswegen versuche ich, dein Image jetzt so ein kleines bisschen aufzubessern. Denn Sulfate sind nicht nur günstig, sondern weisen auch noch eine tolle Reinigungsleistung auf und schäumen wunderbar. Und der letzte Punkt wird halt auch sehr, sehr häufig vernachlässigt. Denn Schaum ist super, super wichtig, um euer Shampoo im Haar verteilen zu können. Ich meine, klar gibt es Leute, die haben kürzere Haare, für die ist das eventuell nicht ganz so relevant, aber wenn die Haare länger werden, ist es natürlich umso wichtiger, dass ein Shampoo sich gleichmäßig verteilt, damit man natürlich auch eine gleichmäßige Reinigungsleistung hat. Und für sich allein gelten Sulfate jetzt nicht als besonders hautfreundlich, wobei man auch hier nochmal ein kleines bisschen differenzieren muss, denn SLS ist zum Beispiel weniger hautfreundlich im Vergleich zu SLES. Die beiden werden auch sehr, sehr häufig in ein und denselben Topf geschmissen, obwohl das verschiedene Substanzen sind. Das heißt, ein Shampoo, das ausschließlich auf diesen Tensiden basiert, würde ich nicht unbedingt als mild bezeichnen und definitiv nicht kaufen. Aber in vielen Shampoos sind natürlich auch noch weitere Tenside vorzufinden. Das heißt, es ist wichtig, sich nicht allein auf ein bestimmtes Tensid zu konzentrieren, weil man vielleicht gehört hat, dass es jetzt nicht unbedingt zu den hautfreundlichsten zählt, sondern sich wirklich auch mal die Gesamtformulierung anzuschauen. Denn wie gesagt, es gibt viele Tenside, die die Hautfreundlichkeit von Sulfaten verbessern können. Hierzu gehören zum Beispiel Betaina wie CAPB, Zuckertenside und viele mehr, die ich euch aufgelistet habe. Es gibt auch noch weitere Stoffe, die das Irritationspotenzial unter Umständen reduzieren können. Dazu gehört Panthenol, Sorbitol und Proteine. Das heißt, wenn ihr diese Stoffe in eurem Shampoo irgendwo entdecken solltet, dann könnt ihr euch definitiv darüber freuen. Natürlich habe ich auch ein Produktbeispiel für euch parat, und zwar dieses süße Shampoo mit einem kleinen Panda drauf. Und wer sich noch nicht so gut mit dem Einschätzen von Gesamtformulierungen auskennt und vielleicht irgendwo gelesen hat, dass SCS nicht unbedingt das hautfreundlichste Tensid ist, wird sich denken, wow, dieses Shampoo muss ja absoluter Scheibenkleister sein, aber wenn ihr euch an meine kleine Liste erinnert, dann seht ihr, dass in diesem Shampoo unter anderem ein Zuckertensid enthalten ist, ein Sulfobetain und CAPB. Diese drei Tenside können das Irritationspotenzial vom Natriumkokosulfat herabsetzen. Andererseits ist dieses Shampoo theoretisch etwas hautfreundlicher formuliert im Vergleich zu dem Balea Med Shampoo, wohingegen das Balea Med Shampoo hautfreundlicher formuliert ist im Vergleich zu dem festen Shampoo von Alverde. Das heißt, es kommt im Endeffekt auch immer darauf an, welche Produkte man miteinander vergleicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war auch ein kleines bisschen hilfreich. Und natürlich kann man auch noch weitere Kriterien zur Einschätzung von Shampoos ansetzen. Ich zum Beispiel achte des Weiteren darauf, dass keine deklarationspflichtigen Duftstoffe in meinem Shampoo enthalten sind, weil ich Duftstoffallergikerin bin. Ihr könnt mir ja gerne noch unten in die Kommentare schreiben, worauf ihr sonst noch so achtet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es hilfreich war, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst und wenn ihr das Video teilen würdet.